Ja, guten Morgen an alle, die heute mit dabei sind, wenn es darum geht, sich über touristische Mobilität zu informieren. Und gerne gebe ich Ihnen jetzt mal einen Einblick in die Projekte und auch in die Herausforderungen, die sich hier ganz konkret vor Ort ergeben, nämlich in der Lübecker Bucht. Der Anschluss an den Vortrag von Frau Grimm ist insofern auch sinnvoll, als dass wir auch Projektpartner sind, wie Sie gesehen haben. Und zahlreiche Projekte dort auch eine Relevanz spielen von uns. Und wir auch sehr, sehr dankbar sind für dieses Projekt, dass es das jetzt gibt. Und können da auf viele Dinge aufsetzen, über die Frau Grimm auch schon berichtet hat. Einen kleinen Einblick. Ich habe gehört, wir haben auch Gäste aus Bayern, allerdings auch aus verschiedensten Regionen, dann aus dem Norden zu Gast. Daher nochmal einen kleinen Einblick, wo wir uns geografisch befinden. Ich selbst stehe hier gerade in meinem Büro in Scharbeutz, wenn Sie so wollen, ein Stück weit das Herz der Lübecker Bucht. Und die Organisation, die ich vertrete, ist die Tourismusagentur Lübecker Bucht. In Schleswig-Holstein nennen wir das eine LTO, eine lokale Tourismusorganisation, zu denen Scharbeutz, Sirksdorf und Neustadt in Holstein gehören. Diese drei Orte haben sich 2013 dazu entschieden, komplett zu fusionieren. Und insofern nehmen wir für all die drei Orte das komplette touristische Portfolio einer Tourismusorganisation wahr. Wir sind, das sehen Sie auch schon an dem Zusammenschluss hier in der Mobilität, in der Lübecker Bucht recht weit, was die Erkenntnis angeht, dass nur das vernetzte Arbeiten uns hier vor Ort als Touristiker nach vorne bringt. Daher zum einen dieser Zusammenschluss, zum anderen sind wir aber auch sehr stark in der Kooperation mit unseren Kollegen aus Timmendorfer Strand, aus Grömitz und wenn Sie das noch etwas erweiterter sehen, auch mit Dahme und Kellenhusen, hier nicht aufgeführt, aber auch von Frau Grimm mit erwähnt, ist auch im Binnenland dann die holsteinische Schweiz, mit der wir sehr stark in Kooperation stehen. Wenn wir das zusammen betrachten, also dann erweitert sich diese Region, Sie sehen das jetzt an der Karte nochmal deutlich, auf rund 40 Kilometer Küstenlinie plus dem Binnenland. Und ja, die Orte Scharbeutz, Sirksdorf und Neustadt bringen zusammen rund 1,6 Millionen Übernachtungen im Jahr zusammen. Der Ort Grömitz alleine rund 1,6 Millionen Übernachtungen und Timmendorfer Strand liegt ungefähr auch in dieser Höhe. Und ja, ich habe es jetzt hier mal so zusammengefasst, rund 5 Millionen Übernachtungen, es werden mit Sicherheit noch mehr sein und Millionen von Tagesgästen. Das sind so die Kennziffern und das macht auch deutlich bei der Dimension, dass wir jährlich in Gesamtschleswig-Holstein rund 35 Millionen Übernachtungen haben, dass wir auch eines der Motoren sind für den Tourismus im ganzen Land. Was hinzukommt bei den Millionen Tagesgästen ist ein unheimlich starkes Einzugsgebiet durch die Zugehörigkeit der Metropolregion Hamburg, insbesondere was die innere Lübecker Bucht angeht. Also Scharbeutz, Timmendorfer Strand sind wirklich zugehörig und Grömitz mit dem Ostseefernland ist etwas dann nördlich angesiedelt. Aber das Thema der Tagesgäste ist eines der ganz wichtigen Säulen bei uns hier in der Region. Das ist zum einen wirklich so auf den Punkt zu bringen, dass die Lübecker Bucht als Hotspot für Tagesgäste gilt. Und das stellt uns auch hier vor ganz spezielle, besondere Herausforderungen, wenn es darum geht, sich mit Themen der Mobilität zu beschäftigen. Die Tagesreisen finden das ganze Jahr statt. Ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, um den Januar, Februar, März auch hier mit dem Einzelhandel zusammen gut zusammenzubringen. Wir haben eine ganz starke Konzentration von Tagesgästen an Wochenenden und im Sommer. Und ja, jetzt kommen wir schon zur Mobilität. Obwohl wir zugehörig zumindest in der inneren Lübecker Bucht sind, zur Metropolregion Hamburg mit recht guten Anbindungen, finden über drei Viertel der Tagesreisen mit dem motorisierten Individualverkehr statt. Der ÖPNV liegt unter 10%. Und wenn beides zusammenkommt, also der Tagestourismus am Wochenende und wir haben hier die Urlaubshauptsaison, dann kommen wir hier eindeutig an unsere Grenzen, nicht nur was unsere touristische Ausstattung insgesamt geht, sondern auch was die Tourismus, die Verkehrsinfrastruktur angeht. Das hat so zwei Seiten der Medaille. Zum einen, ja,
sind wir begehrt. Das führt in Teilen und an bestimmten Tagen, das muss man natürlich immer ganz deutlich machen, so sieht es nicht das ganze Jahr aus, sondern so sieht es an ganz bestimmten Tagen aus, zu Überlastungserscheinungen. Hinzu kommt, dass sich diese Orte hier in der Lübecker Bucht die letzten 10 Jahre unheimlich dynamisch entwickelt haben. Ein Standort wie Scharbeutz oder ein Standort wie Neustadt in Holstein, die haben sich nahezu verdoppelt in ihren Gästezahlen in den letzten Jahren. Und wenn es auch schon in den letzten 20, 30 Jahren im Sommer pickepacke voll wird bei uns in der Lübecker Bucht, so hat sich das nochmal verstärkt in den letzten 10 Jahren. Und ich denke, das, was wir so vermitteln wollen, einen gewissen Lifestyle, Lässigkeit, Entspanntheit, kommt hier nur bei den sehr wenigsten auf und vielleicht bei dem Inhaber von Mustafas Gemüsekebab, den Sie da unten in der Mitte sehen, der sich da durchweg freut an so einem Tag. Für alle anderen sieht es doch etwas angespannt aus. Und da möchte ich auf eine Folie hinweisen, die eine absolute Relevanz hat bei uns hier von Frau Grimm, dass der Tourismus diese Verkehrsprobleme erhöht. Das ist eindeutig ein Brennglas auch bei unseren Einwohnern, wie sie den Tourismus bewerten. Wir sind ja in den Tourismusorganisationen, immer mehr kümmern wir uns um den Gesamtstandort und weniger nur um den Tourismus. Und das müssen wir wirklich im Auge behalten, weil das Thema Verkehr wird von den Einwohnern auch in erster Linie wahrgenommen und beschäftigt insofern da eine ganz starke Diskussion, so dass, wenn es darum geht, ja, die Einwohner mitzunehmen, ist das Thema Verkehr ein ganz, ganz wichtiges und ja, das spielt bei uns 1:1 so durch. Die Überlastungserscheinungen entstehen an Wochenenden im Sommer, allerdings auch an ganz bestimmten Orten, wie in Timmendorfer Strand oder wie in Scharbeutz. Und Sie hatten gesehen, wir haben eine Küstenlinie von rund 40 Kilometern und sind alle recht gut angebunden, zumindest was das Thema Auto angeht, sodass es durchaus auch Standorte gibt in dieser betrachteten Region, in denen es dann auch am Wochenende oder auch in der Hauptsaison dann eher so aussieht, eher das Bild schon, was wir auch gerne als Touristiker spielen möchten. Und das kann man auch erkennen an einem Sommertag, was die Auslastung angeht. Sie sehen jetzt hier mal die Besuchsfrequenz am Strand in Scharbeutz, hier in Rot eingezeichnet. Und an dem gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit sieht es weiter nördlich in der Lübecker Bucht dann doch deutlich, deutlich entspannter aus. Und das ist für uns auch ein zentraler Ansatz, wenn es darum geht, die Besucherlenkung aktiv voranzutreiben. Da sind wir noch, auch bei dem individuellen motorisierten Verkehr, dass es schaffen, mehr Aufenthaltsqualität dafür zu sorgen, wenn wir den Besucher besser lenken, wenn wir ihn aufmerksam machen auf alternative Ziele. Und dafür haben wir in dem letzten Jahr den Strandticker ins Leben gerufen. Das heißt, es gibt hier Informationen zur Strandauslastung und auch zur Parkplatzauslastung von Niendorf bis Rettin in Echtzeit. Und mit anderen Kollegen kooperieren wir hier so, dass auch hier die Meldung erfolgen, wie voll ist es an welchem Abschnitt eines jeweiligen Ortes. Und Sie sehen es hier an diesem Abbild in den linken 213 freie Parkplätze. Hier werden also auch die Parkplätze geografisch eingezeichnet und in Echtzeit abgebildet. In unserer großen Hoffnung, das hat sich auch bewährt im letzten Jahr, dass wir Parksuchverkehre reduzieren und dass wir dem Gast, der sich informiert aktiv über die Möglichkeiten, die er hat, hier auch ein Stück weit lenken können und so dazu beitragen, dass er gleich den richtigen Ort aufsucht und nicht erstmal wahllos die erste Abfahrt nimmt und sich dann so durchschlängelt, bis er dann irgendwann in einem Ort landet, wo er sein Auto irgendwie abstellen kann. Das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Hebel, den speziell wir hier in der Lübecker Bucht bedienen, wenn wir uns darum kümmern, wohin auch mit den Besuchsmassen, die mit dem Auto kommen. Und das hat auch einen ganz erheblichen nachhaltigen Effekt auf das Thema der Ressourcenschonung. Gleichwohl wird der Strand doch recht voll und wenn die Sonne hochscheint und es ist warm, wollen alle an den Strand. Wir haben aber auch die Erkenntnis, dass es Einheimischen und Urlaubern, die regelmäßig an den Strand können, an gewissen Besuchsspitzen, dass wir ihnen starke Alternativen aufzeigen möchten zum Strand. Oder aber auch, dass man sagt, zeitlich gibt es durchaus Möglichkeiten, lieber Urlaubsgast, wenn du am Samstagmorgen bis um 10 zum Beispiel am Strand bist und kommst dann ab 16, 17 Uhr wieder, aber verbringst deinen Tag dann mal woanders, sodass wir in diesem Jahr den Landticker projektiert haben, sodass, wenn die Hypothese, ich am Strand
nur noch schwer eine Kapazität, einen Platz für mich entdecke, dass ich dann auch auf alternative Ziele hingewiesen werde. Ganz klar, uns ist klar, die Leute wollen vor allem aus den großen Städten an den Strand, wenn es heiß wird und an die frische Luft. Aber es gibt unheimlich viele Gäste, die natürlich hier durch Einwohner und auch durch Urlauber zusammenkommen, die zeitlich hier das sich doch flexibler einstellen können. Und dadurch fallen dann natürlich auch alternative Ziele ganz anders in den Fokus. Also das zu dem Thema Besucherlenkung und wie wir versuchen, hier die Aufenthaltsqualität zu erhöhen für unsere vorrangigen Tagesgäste. Kommen wir jetzt zu den klassischen Themen der Anreise ohne Auto. Und da, das hatte Frau Grimm auch schon in ihrem Vortrag aufgezeigt, sind wir recht gut angebunden. Das heißt, der Fernverkehr ist über die B mit Hamburg, mit Umsteigen in Hamburg jederzeit gegeben. Und Ähnliches zeigt sich auch für den Regionalverkehr. Und im Sommer gibt es dann auch Direktverbindungen, sowohl über den Fernverkehr als auch über den Regionalverkehr. Und ich habe hier in der letzten Woche von jemandem einen Artikel zugespielt bekommen vom Kölner Stadtanzeiger, dass hier auch gesagt wird, also die Urlauber entdecken die Bahn, ja, die Renaissance der Bahn, vielleicht jetzt nicht ganz kurzfristig im Corona-bedingten Jahren, aber an sich ist doch ein eindeutiger Trend feststellbar, dass Urlauber die Bahn wieder entdecken. Es gibt den Urlaubsexpress jetzt der Firma Train4U, das ist ein privater Anbieter, der auch die Lübecker Bucht direkt anbietet, also Timmendorfer Strand, Scharbeutz etc. Und ja, im Regionalverkehr gibt es dann entsprechend ja auch in der Saison so zum Beispiel diesen Hamburger Strandexpress, der auch durchfährt ohne Ansteigen und spezielle SH-Tarife. Also die Anbindung ist recht gut gegeben. Beim Fernverkehr ist natürlich jeder Umstieg mehr schon eine große Barriere, aber da scheint es sich ja auch von privaten Anbietern in eine ganz gute Richtung zu entwickeln. Neben der Renaissance der Bahn ist es ja auch so, dass die Strategie der Bahn eine sehr engagierte gerade ist, dass man Zug- und Netzkapazitäten erhöhen möchte, mehr Qualität und Pünktlichkeit und dadurch auch den Fahrgastanteil deutlich erhöhen möchte bis 2030. Das betrifft uns ja auch hier in der Lübecker Bucht, da können wir nur davon profitieren. Und was wir sicherlich selbstkritisch feststellen, ist, dass wir das Thema Marketingaktivitäten rund um die Bahnanreise deutlich erhöhen können. Wir haben immer mal wieder Gespräche geführt mit dem Anbieter Regiomaris, sicherlich in der Szene der Mobilität auch entsprechend bekannt, haben Kurztrips schon zumindest skizziert und wie man auch Ticketpreise vergünstigt oder in Paketen anbieten kann. Aber letztendlich haben wir es in der Vernetzung noch nicht so hinbekommen, dass das wirklich einen durchschlagenden Erfolg mit sich bringt und liegt auch, wie gesagt, selbstkritisch daran, dass wir hier auch die Prioritäten richtig setzen müssen. Kurzum zusammengefasst, wir haben unheimlich hohe Potenziale, die Anreise von fern oder auch von nah noch weiter zu optimieren, ohne dass jetzt Schienen etc. neu oder wie auch immer gebaut werden müssen, sondern wir sind da recht gut angebunden im Vergleich auch zu vielen anderen Regionen hier in Schleswig-Holstein. Vor Ort, die Mobilität, das ist auch das, was wir hier feststellen, was die Frau Grimm sagte, ist die Herausforderung vor allem die, den Gästen Argumente zu geben, dass wenn sie sich auf die Anreise machen mit der Bahn, dass sie hier vor Ort auch jederzeit mobil sind. Anders als in internationalen Zielen auch oder so ist klar, das kennen wir auch aus der Gästebefragung vom NIT, dass die Gäste hier unheimlich viele Ausflüge unternehmen. Das ist auch ein Stück weit Verkaufsargument für die Lübecker Bucht. Die Orte liegen wie so eine Perlenkette aneinander. Der Gast möchte viel hin und her reisen und sich Dinge anschauen, die Seebrücken anschauen, die so ein Qualitätsmerkmal sind für unsere Region. Und daher ja, liegt es wirklich daran, dass wir den Nahverkehr deutlich optimieren müssen noch. ÖPNV First war auch immer so ein Schlagwort in unserer Arbeitsgruppe zu dem Projekt vom NIT. Aber auch da bringen wir uns jetzt schon seit geraumer Zeit ein, wenn Nahverkehrspläne fortgeschrieben werden, dass wir uns dafür einsetzen, dass zum Teil bestehende Linien ausgebaut werden, wie zum Beispiel gibt es eine Linie von Timmendorfer Strand bis nach Rettin, dass die aber auch unter touristischen Gesichtspunkten noch stärker ausgebaut wird und nicht nur den Alltags- und Schulverkehr vordergründig bedient. Und das sind letztendlich unsere Wünsche. Ein stärkerer touristischer Fokus, insbesondere in den Saisonzeiten und auch diese örtlichen Verbindungen in der Saison, dass es so kleinere Busse gibt, die dann die Ortszentren, die Versorgungszentren, die Bahnhöfe untereinander stark miteinander vernetzen.
Da sind wir auf einer sehr konkreten Ebene, haben aber auch sehr konkrete Vorstellungen schon mit eingebracht. Und da sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren jetzt auch unter touristischen Gesichtspunkten sich deutlich optimiert. Zum einen so eine Art Beachbus, Buchtbus-Konzept wirklich durchzusetzen, wie Sie es vielleicht selbst aus den großen Städten kennen, an diesen markanten Bussen, dass der Gast sofort erkennt, okay, rein und raus in diesem Bus, da kann ich mich nicht mitverfahren. Und genauso den Bezug zu suchen nach Eutin und in die holsteinische Schweiz. Auch das Projekt wurde schon gerade erwähnt. Das ist das Projekt Unbeschwert unterwegs, in dem unsere Gäste kostenlos Bus fahren können, die eine Kurtaxe hier entsprechend entrichten. Und hier steht im Raum, dass 40 bis 50 Cent des Kurtaxbeitrages erhöht werden. Das fließt in so eine Art Fonds ein und darüber werden dann die Verkehrsunternehmen auch ausgeglichen. Hier müssen wir bloß auch sagen, dass es an sich ein tolles Produkt ist. Das hat in vielen Regionen Deutschlands auch von schon vor 10, 15 Jahren zu großen Erfolgen geführt. Da ist man jetzt schon recht weit. Aber hier vor Ort stellt sich die Diskussion schon recht anstrengend dar. Wir haben immer dieses Prinzip Henne-Ei. Naja, wenn wir dem Gast das jetzt 40 Cent von ihm verlangen und er trifft hier auf ein Angebot, das nicht so ganz optimal ist, das müssten wir doch erstmal verbessern. Die andere Diskussion ist die, nein, komm, jetzt lass uns erstmal die Gäste verstärkt auf die Buslinien bringen und in die Bahn bringen. Und dann haben wir auch gute Argumente in Richtung NASH und Co. Zu sagen, ja, an der einen oder anderen Stelle haben wir konkrete Erfahrungen, dass wir verbesserte Bus- und Bahnstrecken brauchen, dass wir die touristischen Hotspots verstärkt anziehen müssen, einen Freizeitpark gezielt anbinden müssen und. Da drehen wir uns nicht im Kreis, das Projekt geht voran, aber es ist jetzt auch nicht so, wie man das aus anderen Regionen gehört hat, dass man da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt hat, tschakka, wir wollen das jetzt und dann schauen wir mal, sondern wir drehen hier schon relativ viel Papier herum, um dazu durchschlagend Erfolg zu kommen. Das aktuelle Ziel ist, dass wir ab Januar 2022 das gerne umsetzen möchten und wir sind hier vor Ort auf der Touristikerebene und bringen uns sehr engagiert ein in die Verwaltung, in die Kämmereien, in das Thema Satzungsänderung, Juristerei spielt da auch eine Rolle, Ungleichbehandlung, Dauergäste, Urlaubsgäste. Also das macht so einen ganzen Blumenstrauß auf, wenn man da erstmal genauer reingeht. Ja, aber an sich ist das ein tolles Projekt, von dem wir Touristiker hier vor Ort auch sehr überzeugt sind. Wir haben seit längerem, seit im dritten Jahr jetzt schon eine E-Mobilitätszentrale, also da gehören E-Autos dazu, Lastenräder, ganz moderne Elektrobikes, da kooperieren wir mit dem lokalen Fahrradhandel und dem Fahrradverleihern, die hier entsprechend das Angebot machen. Und hier stellen wir genau das fest. Zweitwohnungsbesitzer, Leute, die mit wenig Gepäck anreisen, ältere Paare, die greifen auch gerne auf so ein Auto zurück, buchen das im Vorwege und buchen sich dann auch mal zwei, drei Tage ein Fahrrad. Da funktioniert es schon sehr gut. Die Autos werden entsprechend weniger nachgefragt von Leuten, die das Auto ohnehin schon dabei haben. Und uns schwebt auch eine Mobilitätszentrale vor Ort vor, alles aus einer Hand. Wir haben das auch so, die Touristinformation hat die Autos, die Lastenräder sind bei dem Fahrradverleiher 20 Meter von hier entfernt. Aber wir würden das gern zukünftig auch zusammenbringen, dass es auch wirklich als eine Servicezentrale zu erkennen ist und nicht so ein Aneinanderreihen von Kooperationspartnern. Der Fahrradverleiher ist der Fahrradverleiher nach wie vor, die TI ist die TI und der Bahnhof ist, das ist alles noch nicht so richtig zusammengeführt. Aber auch da haben wir sehr wertvolle Hinweise bekommen aus dem Projekt. Hier zum Beispiel eine kleine Gemeinde in Österreich, die das alles miteinander kombiniert hat. Innovative Mobilitätsform, ich habe eine Urlauberkarte, ähnlich wie dieses Konzept mit dem Unbeschwert unterwegs. Also meine Gästekarte kann dann kostenlos oder vergünstigt diese Dinge wahrnehmen und auch noch in den Bus steigen und Spaß haben mit diesem Funmobil. Also das ist auch so unser Ziel, diese Dinge weiter voranzubringen und zu entwickeln. Das Thema Rad- und Wanderwegeinfrastruktur. Durch die Beliebtheit kommt es doch an den einen oder anderen Stellen zu Engpässen zwischen Radfahrern, Autofahrern und Fußgängern, dass wir einfach hier neu denken müssen, jetzt auch mit dem Erfolg der letzten Jahre. Andere Regionen, ich habe hier mal jetzt einfach die Route der Industriekultur rausgesucht, aber es gibt ganz viele, auch klassische Erholungsregionen, die dieses Thema Rad in Richtung Produktentwicklung von A bis Z wirklich durchspielen. Und da haben wir Nachholungsbedarf, sind auch dabei,
das zu optimieren, neue Touren zu entwickeln und auch das Thema Rastplätze, solche Schautafeln, wie sie hier die Kollegen in Grömitz einsetzen, solche Dinge in der Region wirklich als eine Region auch weiterzuentwickeln. Auch hier sind wir konkret dran in der Zusammenarbeit mit den Verwaltungen, die das letztendlich nachher ja auch durchsetzen mit ihren Bauämtern und mit ihren Bauhöfen. Letzte Folie gerne. Wir sind schon über 20 Minuten. Ich habe immer so viel zu erzählen. Ja, das Wassertaxi hatte die Frau Grimm schon gesagt, das ist eher so für die Zukunft ein Thema. Das stellt uns schon vor Herausforderungen und ist nicht so einfach umzusetzen, weil wir vor allem auch unfreundliche Antriebstechnologien dort gerne umsetzen möchten. Das ist ein Thema, aber auch für zum Beispiel eine Clusterinitiative im Land. Also da sind wir eigentlich auch auf einem guten Weg, weil wir vor allem ganz stark ausgestattet sind mit Seebrücken. Wir haben tolle schiffbare Möglichkeiten in der Region und das alles miteinander zu verknüpfen, da halten alle ganz viel vor. Auf ein Projekt möchte ich jetzt hier gar keinen Bezug nehmen. Die in Schleswig-Holstein ein bisschen unterwegs sind, nehmen das wahr. Die Zukunft der Bäderbahn, die Binnenlandanbindung durch die geplante Fehmarn-Weltquerung, was da alles passiert. Ein abendfüllendes oder mehrere abendfüllendes Thema für sich genommen, das möchte ich, wie gesagt, an dieser Stelle hier komplett ausblenden und bin jetzt eher eingegangen auf ganz konkrete, umsetzungsbezogene Dinge, die uns hier tagtäglich beschäftigen und mit denen wir auch kurzfristig schon recht gut vorangekommen sind. Ja, und das jetzt dann auch wirklich die letzte Folie, auch das nochmal ein kurzer Auszug von der Frau Grimm. Auch das stellen wir fest, unsere Tourismusorganisationen sind dann doch auch überfordert mit diesen Themen ÖPNV und Mobilität. Das Gleiche gilt für das ganze Thema Digitalisierung und wir wünschen uns hier in der Lübecker Bucht ein entsprechendes Kompetenzzentrum, wie auch immer das organisiert ist, damit wir hier entsprechend auch vorankommen und damit würden wir auch die größten Hemmnisse aufheben, die hier auf der Folie von der Folge vorhin auch schon aufgeführt worden sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Rosinski. Dann müssen wir es jetzt mal ein bisschen kürzer machen mit den Fragen. Es sind einige grundsätzliche Fragen, zum Beispiel Corona-Pandemie, was bedeutet die Baustelle Fehmarn-Belt? Das nehmen wir, glaube ich, dann in die Schlussrunde nochmal mit rein. Aber eine konkrete Frage, Strandticker, wie gut wird dieser von den Besucherinnen angenommen? Gibt es Nutzungszahlen? Ja, also wir haben im letzten Jahr mehrere hunderttausend Menschen innerhalb von 6 bis 8 Wochen auf diesem Strandticker gehabt. Ganz konkret 400.000 Menschen haben über 4 Millionen Mal Informationen abgerufen zum Strandticker. Mhm. Okay, und dann war eine technische Frage, wie funktioniert dieser Parkplatz, die Parkplatzanzeige in Echtzeit? Genau, das sind Systeme, die von der Firma Siemens schon seit Jahren etabliert sind und das erfolgt zum einen durch Sensoren, durch kameragestützte Technik. Da möchte ich nicht auf Details eingehen, aber die Gemeinde Scharbeutz zum Beispiel hat schon seit Jahren mit der Firma Siemens hier Parkplatzkapazitäten, die sie in Echtzeit ausweisen kann. Auch ein entsprechendes Parkleitsystem und das bringen wir mit einer Schnittstelle zusammen ins digitale Angebot und dann wird es ausgespielt letztendlich über diesen Lübecker Buchtguide und den Strandticker. Ja, dann nehme ich sind noch ein paar weitere spannende Fragen, die ich dann auch in der Schlussrunde sehe, aber vielleicht noch eine konkrete. Die Mitnahme von Fahrrädern auf mitgeführten Anhängern, ist das auch bei den Linien in der Lübecker Bucht beabsichtigt im ÖPNV, also dass die Busse auch Fahrräder mitnehmen können? Ja, das ist ein ähnliches, ist immer mal wieder angedacht, hat aber auch immer mal in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert. Das ist eine ähnliche Thematik wie mit diesem Nordsee-Turn. Aktuell gibt es das nicht. Okay, vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn es die Solartram geben sollte, Malente-Lütjenburg, könnte man das dann mit einer Reaktivierung Eutin-Neustadt verbinden und so eine durchgehende touristische Bahnverbindung zwischen Lübecker Bucht, Holsteinischer Schweiz und Hohwachter Bucht herstellen? Oder ist das noch sehr Zukunftsmusik aus Ihrer Sicht? Dazu kann ich konkret jetzt nichts sagen. Das okay. Sind ja auch die technischen, also die Hintergrundinformationen. Okay, dann bedanke ich mich erstmal. Ich habe die anderen Fragen soweit auch mitnotiert und ich hoffe, wir haben nachher ein bisschen Zeit dann noch für die Gesamtdiskussion. Vielen Dank, Herr Rosinski. Und dann möchte